beide relativ frisch noch am Universitätsklinikum Augsburg. Wir hatten heute auch schon auf dem Mainstage Thomas Wendler, habe ich schon angekündigt, als einen der jungen Bildner. Und das ist ja auch wirklich so. Also wenn man sich so ein bisschen umguckt in den letzten Jahren am Universitätsklinikum, da ist einfach viel Austausch. Viele der großen Helden in Weiß kommen einfach in das Alter, wo man jetzt in die Rente geht. Die haben einen wunderbaren Job gemacht. Und es ist aber wirklich so, dass einfach wirklich viele junge Bildner nachkommen. Da erzähle ich euch beide jetzt einfach mal dazu. Jetzt, Rich ist erst seit Anfang dieses Jahres dabei, Professor Rückstaller ist seit Anfang letzten Jahres am Universitätsklinikum Augsburg. Was war denn so, mal ganz ehrlich, das Erste, was euch tatsächlich überrascht hat, dass ihr dachtet, wow, das gibt's hier schon, oder das machen wir hier schon am UK? Also überrascht, man muss sagen, das UK ist natürlich spannend, das wusste ich, aber es fühlt sich dann nochmal anders an, wenn man dann wirklich dort ist. Weil es auf der einen Seite ein riesiges Klinikum ist, eines der größten Kliniken in Deutschland, etabliert, das ist nicht neu, und gleichzeitig aber die medizinische Fakultät, also das, was Uni-Bildung ist, ist praktisch wie ein Start-up, also ganz neu. Und das beides zusammenzubringen und wie das zusammenwächst, ist an sich schon mal eine spannende Sache. Und was mich überrascht hat, ich kann das ja schon ein bisschen, weil ich ja vorher im Aufsichtsrat war, aber was mich wirklich überrascht hat, das ist jetzt vielleicht was Banales, das ist die technische Ausstattung. Also man sieht dieses Klinikum, das sieht ja jetzt wirklich von außen nicht mehr sehr hübsch aus, sondern der Bau ist einfach alt. Aber innen drinnen, die medizintechnische Ausstattung, und ich habe jetzt auch einige Kliniker gesehen und habe in der Schweiz gearbeitet, in Wien bekanntlich und so weiter, die kann sich mehr als sehen lassen. Also die ist wirklich auf allerhöchstem Stand und das habe ich in der Form eigentlich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin seit 3 Monaten da und ich komme aus einer Arztfamilie. Mein Großvater war Chirurg an der Charité, der andere war auch Chirurg, mein Vater ist Gynäkologe, meine Mutter Allgemeinärztin und so weiter. Ich dachte, ich kenne mich mit großen Egos aus, da bestehe ich. Was mich überrascht hat, war, als ich dann in die ersten Gespräche ging, dass die Egos gar nicht so groß sind und dass sich das Selbstverständnis des Arztberufes, glaube ich, wie du schon sagtest, in dieser neuen Generation verändert hat. Die Götter in Weiß, die gibt es sicherlich zum Teil noch, aber es hat, glaube ich, jeder Arzt irgendwie in sich, dass er natürlich was Gutes will. Er will am Ende, das klingt auch banal, heilen, Menschen helfen. Und das erkenne ich in meinen Gesprächspartnern im Universitätsklinikum und das gefällt mir sehr gut. Das hat mich überrascht. Ich war auf größere Egos eingestellt, familiärbedingt, und habe gesehen und festgestellt, dass hier sehr viel Gutes getan werden wird. Und das will ich noch kurz ergänzen, das Thema, was wir heute vorgestellt haben, KI, Algorithmen, wie verändert Robotik die Medizin, das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend und wusste nicht, wie weit das Universitätsklinikum Augsburg hier ist. Nicht sehr weit. Genau, darüber sprechen wir jetzt auch. Ja? Die Themen heute, KI, Digitalisierung, schon den ganzen Tag auf dem Rocketeer Festival. Das ist ja quasi ein ukrainischer alter Hund. Also da wird ja schon wirklich lange intensiv damit und daran gearbeitet. Vielleicht kommen einfach mal so ein paar Beispiele nennen, wo das UKA da schon partizipiert, welche Projekte am Start sind, was gibt es zu erzählen? Welche Internas können Sie preisgeben? Also, was vielleicht interessant ist, ist, wenn man sich mal den größeren Rahmen vorstellt. Nicht? Die Medizin, und das ist sicherlich vielen, ich glaube noch nicht mal an Medizin als solches bewusst, geschweige denn vielen in der Bevölkerung, ist in einer wirklichen Umbruchphase. Also wenn man jetzt an die, soll ein bisschen aufpassen mit den Generationen, also meine Elterngeneration, von vielen habe ich den Eindruck, ja die Großelterngeneration, wenn man an die denkt, also so mal 60er, 70er Jahre, da ist Medizin gemacht, man ist immer zum Arzt gekommen und man hat einfach eine Erkenntnis gehabt, wie der menschliche Körper funktioniert, der Arzt, der behandelt hat, oder die Ärztin hat halt mehr oder weniger Erfahrung gehabt, meistens war man besser beraten bei jemandem, der schon mehr Erfahrung hatte und salopp nennt man das oder nennen wir das die Eminenzbasierte, dann ist auch diese Götter in Weiß Philosophie, ne? Kommt daher getriebene Medizin. Das ist heute out, so können Sie heute Medizin nicht mehr machen. Heute wird Medizin gemacht, was wir Evidence-Based Medicine heißen, also evidenzbasierte Medizin. Aber was ist das?
Das ist, sie behandeln Patienten nach großen, multizentrischen Studien. Und wenn Sie ein Gutachten schreiben, wenn irgendwann mal was nicht gut läuft, dann müssen Sie immer gucken, hat der Arzt, den man behandelt, oder die Ärzte natürlich, nach der aktuellen Standwissenschaft, also nach Studien. Das ist aber statistisch. Das heißt, die Studien sagen, bei so und so vielen Patienten ist die Behandlung besser. Und wenn Sie dann die Erkrankung haben, dann behandeln Sie nach dieser Zeit. Und das ist jetzt im Umbruch. Jetzt kommt plötzlich die Digitalisierung, die ja erlaubt, wahnsinnig viele Daten auf einmal zu erfassen und zu verarbeiten. Und es kommt das, was man personalisierte Medizin nennt, also Personalized Medicine. Und da kann es passieren, dass wenn wir jetzt, und es muss jetzt nicht immer gleich was Schlimmes sein, aber wenn wir drei jetzt die gleiche Erkrankung haben, dann haben wir nach Personalized Medicine garantiert nicht die gleiche Behandlung. Nicht? Oder eine andere Genetik dahinter liegen. Wir sind Frauen, wir sind Männer, also meine Mutter ist Spanierin. Also ne, man hat unterschiedliche, und die entsprechende Behandlung wird unterschiedlich sein. Das kann keine Studie, keine Statistik, das kann auch kein Arzt. Das geht ohne Digitalisierung und ohne KI nicht. Und dahingegen bewegt sich die Medizin, und damit ist die Digitalisierung und KI nicht irgendwas, was jetzt die Medizin so ein bisschen bereichert oder wo man so ein bisschen zusätzlich was hat. Nein, es wird revolutionieren. Und es wird, wie gesagt, schon ganz viel aktiv gemacht. Wir haben entsprechende Studien laufen, wir haben Professoren, Herrn Wendler haben Sie kennengelernt, er ist nicht der Einzige, also das ist eine ganze Gruppierung. Und natürlich werden Studien gemacht, in denen man schaut, wie unterscheidet sich die Behandlung nach diesen Methoden im Vergleich zu den anderen? Und es wird auch konkret schon damit gearbeitet. Thomas Wendler hat es auch schon angesprochen. Die Kollegen aus der Gastroenterologie, was man im Büro, die arbeiten einfach schon mit KI, wenn die hier ihre Sonden in die Speiseröhre stecken. Vorreiter sind alle Tumorbehandlungen. Nicht? Da ist es am bekanntesten. Es gibt inzwischen schon Whole Gene Sequencing, also wo sie das gesamte Genom analysieren und tatsächlich Chemotherapien oder entsprechende Hormontherapien individuell auf den Patienten ausrichten. Das läuft. Ja. Das ist jetzt so die Richtung KI. Ihr habt letzte Woche aber auch mal gezeigt, was ihr quasi in Anführungsstrichen für schönes Spielzeug schon alles am UKA im Einsatz habt. Da gibt es so ein wunderbares Gerät, das nennt sich Da Vinci zum Beispiel. Ein Roboter. Ein OP-Roboter. Das ist auch was, was ich, als ich jetzt ans Universitätsklinikum kam, festgestellt habe. Ich kenne auch die Praxisräume von früher und OP-Räume sogar bei uns zu Hause in der Klinik meines Großvaters, die sahen natürlich anders aus als heute. Der Da Vinci-Roboter, den wir vorgestellt haben, zusammen mit dem FC Augsburg, der sich bereit erklärt hat, dass da ein Spieler sozusagen mit den Skills, mit der Sensorik dieser Bewegung des Roboters einen Ball ins Tor zu schießen, da wird hochpräzise operiert. Ich konnte mir das früher nicht vorstellen. Es ist tatsächlich so, dass ein Arzt, der Operateur, an der Konsole sitzt. Der Patient liegt auf dem OP-Tisch und begleitet natürlich von Anästhesisten, Pflegekräften und noch medizinischem Assistenzpersonal. Aber die OP findet an einer Konsole statt. Man sieht in 3D, der Operateur sieht in 3D, wie der, welche Schnitte er setzt, kann sehr tief und sehr räumlich sehen. Also ich glaube, ich bin kein Mediziner, ich glaube, das hat zum einen die Technik sehr stark nach vorne gebracht und zum anderen, glaube ich, auch die Heilungschancen. Also so wie ich das verstanden habe, kleinere Schnitte, weniger Blutung. Das heißt, die Patienten, die eine schwierige Tumor-OP haben, die müssen nicht mehr 2 Wochen liegen und dann vielleicht mal zum ersten Mal aufstehen, sondern zum Teil, so habe ich es berichtet bekommen, können die am nächsten Tag aufstehen und bereits ihren Heilungsprozess real beginnen. Also das ist wirklich dieser Roboter, der mich so einmal anschaut, das ist wirklich, das, also jeder Zocker, der würde, ich weiß nicht was, der würde damit mal mit Händen und Füßen und dem Kopf zu einer VR-Brille, ne, und da sind einfach ferngesteuert die Geräte in Patienten drin, hinter dem, und dann wird operiert und das funktioniert. Also ich durfte da auch schon mal zugucken, das ist einfach Wahnsinn. Und das ist, darf ich das noch ganz kurz sagen, so viel Werbung muss sein, die Prostatakrebs ist eine dieser Diagnosen, die mit Krankheiten, die operiert wird. 80% der Menschen in Augsburg, die eine solche Diagnose haben, fahren immer noch nach München, um das operieren zu lassen.
Das heißt, das Bewusstsein dafür, in welcher Exzellenzstufe hier in Augsburg selbst medizinisch gearbeitet wird, ist nicht bewusst. Deswegen haben wir auch diesen Weg der Öffentlichkeitsarbeit gewählt, um das mal nach draußen zu tragen. Man muss nicht nach München fahren, um sich einem hochkomplexen Eingriff zu unterziehen. Man kann das hier in Augsburg machen. Sie haben es vorhin gerade schon... Was zu dem Roboter vielleicht ganz witzig ist, hier in diesem Rahmen, da gibt es Studien, also bitte jetzt nur auf den Roboter bezogen und auf die Operation bezogen. Sie können sich vorstellen, dass Chirurgen das natürlich lernen müssen, nicht? Die haben ja bisher anders operiert und jetzt eben mit dieser Konsole. Und da gibt es einzelne Studien, die haben 20-Jährige genommen, die einfach Gaming-Erfahrung haben im Vergleich zu den, sagen wir jetzt, plus minus 50-Jährigen Chirurgen und haben geschaut, wer lernt das schneller. Weil sie brauchen nicht damit drüber nachdenken, wer beim Operieren dann plötzlich besser war. Natürlich können keine Menschen operieren, nicht? Aber allein von der Präzision, von dem Eindenken in so ein Gaming-Szenario, sagen wir mal, sind durch die jungen Generationen weit vorne. Sie haben vorhin schon angesprochen, man hat quasi so dieses alte, ehrwürdige Haupthaus und drumherum mit dem Campus, der am Entstehen ist, quasi zusätzlich noch so ein paar mehr oder weniger Start-up-Gefüge, die das Ganze momentan so komplementieren. Alles ist im Wachsen, alles ist im Aufbau, nicht nur von den Gebäuden her, sondern natürlich auch intern. Was für ein Standing hat das UKA? Haben Sie das Gefühl, wenn Sie jetzt eben so eine Professur neu besetzen müssen und so weiter, kennt man Augsburg? Hat Augsburg einen guten Ruf, eben gerade was diese ganzen Zukunftsthemen angeht? Ist es einfach für das UKA gute Leute, den Raum zu bekommen? Ja, also das ist ganz klar. Nein, das ist wirklich so. Wir haben Bewerbungen für die Professur aus ganz Deutschland, zum Teil international. Es bewerben sich Leute parallel an der Uni Heidelberg und bei uns, wo nicht ganz klar ist, wo sie danach hingehen. Wenn sie natürlich sehen, was für eine Dynamik ist, und Heidelberg ist jetzt wirklich ein großer Player im Spiel. Das hat zwei Gründe, würde ich sagen, wenn Sie mich nach den Gründen fragen. Ja, mache ich doch jetzt. Was hat das für das eine, das Klinikum Augsburg hat wirklich einen sehr guten Ruf. Es hat vor allem klinisch gesehen. Es hat vor allem einen sehr guten Ruf, was die Ausbildung angeht. Ich kann das sogar selber sagen. Also als ich Medizin studiert habe, das ist ein paar Jährchen her inzwischen, habe ich das letzte Studienjahr in Ulm gemacht und bin sozusagen zu Kursen als Student nach Augsburg gekommen. Das war völlig normal und man hat gewusst, das Klinikum Augsburg, Zentralklinikum, ist größer als die Uni Ulm, also das Klinikum dort. Und da sind viele Kurse. Jahre später, ich habe nie geahnt, dass ich jemals selber nach Augsburg ziehen werde, habe ich dort Unterrichte gehalten als Dozent. Also das ist in Deutschland, und habe ich in Mainz gehabt, also es ist in Deutschland bekannt für sehr gute Ausbildungen. Also insofern, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich die Dynamik, ja? Weil sie haben halt diese Fakultät, die wie ein Startup ist, sie haben das große Uniklinikum und da können sie natürlich herkommen und als neuer Professor, Professorin wirklich viel bewegen. Wenn Sie in eine alteingesessene Universität gehen, das hat auch Vorteile, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wenn Sie die Dias an die Wand werfen, da steht Charité oder da steht Uniklinikum Heidelberg, ich war ja in Wien zum Beispiel, an der Uni Wien, hat auch was. Aber das sind natürlich feste Strukturen und da können Sie weniger bewegen. Zum Abschluss werden wir ganz kurz über die Leute reden, für die das ja alles am Ende gemacht wird, nämlich die Patienten und Patientinnen. Weil es ist natürlich alles gut und schön, wenn wir tolle Technik und Roboter und so weiter haben. Du hast es vorhin gerade schon in einem Beispiel auch angesprochen, geht darum, die Leute vielleicht auch einfach schneller wieder mobil zu machen. Aber eben diese ganzen Sachen, die jetzt angestoßen sind, also Digitalisierungsprozesse, KI in die Medizin, Robotik in die Medizin, was kann oder soll es am Ende denn eigentlich alles den Patienten bringen oder der Patientin? Ich glaube, zur Patientenversorgung muss der Professor Marschall was sagen. Was aus der Stadt bringt, möchte ich gerne noch ergänzen. Was überhaupt noch nicht wahrgenommen wird in Augsburg, ist, glaube ich, die Tatsache, was für ein Brain Gain da draußen entsteht. Der Professor Marschall hat es gerade angesprochen, wir ziehen und stellen an Professorinnen und Professoren aus der ganzen Bundesrepublik, aus ganz Europa, zum Teil aus Südamerika. Wir haben Wissenschaftler, die am Campus in der Medizinfakultät forschen werden. Das sind
ganz, ganz viele Menschen, die auch in Augsburg wohnen, arbeiten und damit Steuern zahlen werden. Wir sanieren gerade in der Innenstadt ein Staatstheater für 400 Millionen. Das müssen wir nicht in einer Stadt tun, die nicht über eine gewisse Intelligenz, vielleicht über eine intellektuelle Schicht an Menschen verfügt. Und diese Schicht an Menschen, die kommt nicht von alleine, die kommt über Unternehmen in die Stadt und sie kommt zu einem ganz großen Prozentsatz über die medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum nach Augsburg. Und das zu sehen, glaube ich, daran müssen wir noch sehr, sehr stark arbeiten, dass es sichtbar wird, welchen Impact wir hier haben auf die Stadtgesellschaft. Da kommen Familien, die hierher ziehen, weil der Vater als Arzt am Uniklinikum arbeitet. Sogar der FCA gewinnt an Fans, hat mir kürzlich der Professor Falbusch aus der Gynäkologie erzählt. Der ist vor 9 Monaten hergezogen und ist schon jedes Mal im Stadion. Also wir tragen, glaube ich, etwas zur Diversität der Stadtgesellschaft bei und auch wir tragen wesentlich was dazu bei, dass in der Stadt was vorwärts geht. Dass das gesehen wird, das ist auch mein Job, das ist unser Job. Meine Kolleginnen sitzen hier vorne vom Team Öffentlichkeitsarbeit, Big Shoutout, die daran arbeiten werden, dass diese Sichtbarkeit entsteht. Das ist wichtig. Aber Krankenversorgung. Trotzdem noch bei zu den Patienten. Ja. Das hatte ich nicht eigentlich. Der kleine politische Exkurs sein. Ja, was will der Patient oder die Patientin? Natürlich gut behandelt werden, natürlich schonend behandelt werden, idealerweise auch eine Atmosphäre vorfinden, wo man angstfrei, niederschwellig hingehen kann und vorsorglich behandelt wird, sodass man gar nicht erst schlimme Erkrankungen erleiden muss. Und das muss ja das Ziel sein, da gibt es gar kein Vertun. Und wo wir eine große Chance sehen, jetzt wieder durch die Brücke zu Digitalisierung und KI und so weiter führen soll, ist, die Sicherheit der Patienten zu erhöhen. Also ein Nachteil der modernen Medizin, das muss man ehrlich sagen, ist, sie wird natürlich immer komplexer. Also diesen Spruch, den habe ich jetzt schon oftmals zitiert, der ist nicht von mir, ein Herrn Schenter, glaube ich, oder so, aber ich finde ihn einfach passend. Der hat gesagt, die Medizin von früher war ineffektiv, aber sie war sehr sicher. Und die heutige Medizin ist sehr effektiv, aber es wird immer unsicherer, weil sie halt komplizierter wird. Und somit gewinnen sie 4 Schritte für den Patienten, verlieren aber auch ab und zu 1 oder 2. Also netto ist es immer noch plus, aber es ist natürlich für den Einzelfall tragisch. Und mit KI, mit Digitalisierung, die Sicherheit wirklich zu erhöhen, damit diese 4 Schritte auch voll ausgekostet werden können im positiven Sinne, das ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen. Wir können da noch viel und lang und breit drüber reden, aber unsere Zeit